und täglich grüßt das Zugzuitier. Ja, hallo zu Tag Nummer 17. Ein weiteres Rennspiel aus meiner Sammlung, und zwar F-Zero, das Ur-F-Zero vom Jahre 1990 oder 91. Nintendo weiß selbst nicht genau, wann es entwickelt hat. Nur ich schätze mal, dass viele von euch damit noch gar nicht gelebt haben, als es rauskam. Ja, ich habe schon gelebt, das heißt, ich bin alt. Auf jeden Fall, das ist auch ein sehr spaßiges Rennspiel. Es ist recht schwierig, ich habe es mal angespielt. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt auf der Cartridge gespeichert ist. Kann man mal gucken. Wir können hier einen Wagen aussuchen, auf jeden Fall. Es ist ein Rennspiel, ja, habe ich ja gerade schon gesagt. Sieht aus wie Mario Kart, also es hat die gleiche Optik. Also quasi, man hat ein feststehendes Auto und man bewegt quasi die Strecke um sich herum, so ein bisschen wie bei Futurama, wie das Raumschiff da fliegt. Futurama. Ja, auf jeden Fall, was können wir uns denn hier für Autos aussuchen? Ich glaube, ich nehme das Grüne. Ja, ich nehme das Grüne. So. Und ich denke mal, wir können uns jetzt noch einen Grand Prix aussuchen. Genau. Knight, Queen und King und noch eine Klasse. Ich glaube, Knight ist das Einfachste. Beginner. Beginner ist schon okay. Auf jeden Fall, ihr werdet jetzt wahrscheinlich eine Parallele zu Mario Kart erkennen. Weil es sieht wirklich genauso aus. Also so möchte gern 3D-Optik quasi und man dreht quasi wirklich die Strecke um die Sache rum. Ach, das ist zum Regenerieren der Power. Nur mit dem Unterschied, dass wir hier komplett kaputt gehen können. Also unser Wagen oder unser Raumschiff, Raumgleiter, was auch immer, kann zerstört werden. Deswegen haben wir oben rechts die Poweranzeige. Und wenn wir zu viel crashen, ist das nicht gut dafür. Okay, das ist zum Springen. Boah, Alter, die Lenkung ist so... Also die ist so gut, die ist so direkt. Da bin ich gar nicht gewohnt. Okay, ich meine, es gibt ja auch Power-Ups. Vor allem die Geschwindigkeit, ne? Einfach mal 412 km/h, ouch. Und es wirkt einfach so wie 30. Okay, das ist ja eigentlich ganz nett, dass uns das Spiel... Wow, dass uns das Spiel zeigt, wo die Leute hinter uns sind. Weil hiermit können wir unsere Power wieder auffüllen. Ist, glaube ich, gar nicht so unwichtig. So, okay. Wie Kontrahenten haben wir denn? 3 Stück? Oder wie? Ich glaube schon. So, jetzt müssen wir aber ein bisschen Gas geben hier. Kann man hier sonst noch irgendwas machen? Okay, wir haben einen Turbo-Boost, wie ich sehe. Und zwar machen wir den mit, ich wollte gerade sagen Kreis, aber ich weiß nicht, was für das beim Super Nintendo Controller ist. Ist für ein Super Nintendo Spiel, habe ich vielleicht schon noch nicht gesagt, weiß ich nicht. Ich weiß ja nie, was ich erzähle hier. Ich erzähle eh nur Stuss. Okay, aber hier geht das richtig ins Driften rein. Also wenn man wirklich in der Kurve noch Gas gibt, dann fliegt man aus der Kurve raus. Ich weiß, es ist kein Driften, aber... Was blöd ist halt, bei der Grafik sieht man es nicht so genau, finde ich. Ob man da jetzt rausfliegt oder nicht. Aber dann muss man das Spiel verzeihen. Was anderes war damals einfach nicht möglich. So, jetzt habe ich mal nämlich kein Gas gegeben in der Kurve und schon geht das viel besser. Schon klappt es auch mit dem Nachbarn. Ich gucke gerade mal, da habe ich eine Punktzahl und da steht oben irgendwie, oder da drunter steht irgendwie Safe, Pfeil da oben 7. Ich habe nicht die geringste Ahnung, was das sein soll. Aber ist ja, glaube ich, auch egal. Das sieht ja so auch ganz gut aus, aber ist halt die erste Strecke. Selbst bei Super Mario Kart schaffe ich die erste Strecke. 2 Laps left! Ob ich jetzt hier einen kompletten Grand Prix mache, weiß ich noch nicht. Aber wir werden mal sehen. Ich weiß nicht, wie viele Rennen es hier gibt. 40. Ah, das tut mir schon weh, wenn ich nur auf die Begrenzung der Begrenzung fahre. Okay. Da check, weil das ist nämlich cool. Da können wir nämlich versuchen, den irgendwie abzudrängen. Also, dass wir uns nicht überholen. Dass wir einfach im Weg fahren quasi. So, komm, geh mal du da weg. Aber ich meine, hier gab es doch noch irgendwie Waffen oder so. Und wenn ich L drücke, passiert auch irgendwas. Dann neige ich mich irgendwie so. Wahrscheinlich ist das so eine Art... Ach so, aha. Ich glaube, mit jeder abgeschlossenen Runde kriegen wir, glaube ich, ein Turbo-Symbol. Wo wir dann einfach mal so geschmeidig Turbo geben können. So mit 500 km/h dann. Pff, mein Gott. Also ich glaube eigentlich, dass das auch F-Zero so irgendwo die Inspiration für die Wipeout-Reihe war, die ja bis heute... auch Millionen von Teilen rausgebracht hat für allmögliche Sony-Konsolen. Es gab sogar für Nintendo 64, glaube ich, einen Wipeout-Teil. Der hieß dann auch Wipeout 64, ne? Wie jedes Spiel für 64, aber naja, gut. Weil Nintendo-Leute nicht sehr kreativ. Ah, souverän. Also, so nenne ich es einfach mal. Ich finde es cool, wie unsere Geschwindigkeit gerade abgespackt ist. Ja, die wurden immer besser, die Runden. Immer besser. Big Blue! Ja, komm, die Strecke fahren wir auf jeden Fall noch. Ich weiß gerade nicht, wie viel Zeit ich gerade... Ja, okay, die können wir, glaube ich, noch. Wenn die Runden nicht allzu lang sind. Ja gut, das brauchen wir. Ach, unten rechts sehen wir auch, wir haben
eine begrenzte Lebensanzahl. Ist auch eher ungewöhnlich für ein Rennspiel. Wobei damals gab es eh kaum Rennspiele. Und oftmals war beim damaligen Rennspiel einmal verloren, zack, kannst alles, das ganze Spiel von neu machen. Dann zerstört sich das Spiel von selbst, genau. Das ist auf jeden Fall schon eine schmalere Strecke, aber auch noch recht überschaubar vom Schwierigkeitsgrad her. Also, wie gesagt, ist halt die geringste Liga mit dem geringsten Schwierigkeitsgrad, der mich hier irgendwann geschissen bekommt. Was ist das? Boah, auf jeden Fall macht das Augenschmerzen. Hey, 4 Runden noch! Ja gut, wie lange hat die jetzt gedauert? 40 Sekunden oder was? Ist auf jeden Fall im Rahmen. Ich muss immer, aber das, ich glaube, in den höheren Schwierigkeitsgraden muss man auch immer schön schauen, wo man gute Turbo einsetzen kann. Der ist, glaube ich, gar nicht so unwichtig. Ich meine, hier bisher, ist halt eigentlich, glaube ich, relativ Latten. Nehmen wir den hier! Au. Bitte lenken. Oh mein Gott! Ist das eigentlich das Spiel, wo der Captain Falcon auch herkommt? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich meine aber schon. Komm, geh weg. Weil ich kenne ihn jetzt nur aus Super Smash Bros. Also zumindest auch nur von Hören sagen. Ich dachte immer, dass Captain Falcon der Star Fox wäre. Aber nein. Ist er nicht. Die gehört zwar jetzt nicht hierhin, aber als ich damals Super Smash Bros. Gespielt habe, das allererste für den 64, da habe ich echt gedacht, oder beziehungsweise ich habe nicht gewusst, wer oder was Samus Aran ist und aus welchem Spiel es kommt. Für mich war es immer ein Mann. Bis ich dann mal Metroid gesehen habe vor ein paar Jahren. Toll. Direkt hier alle Visionen zerstört. Okay, wie viele Runden war es jetzt noch? Jetzt noch 2, ne? Wow. Und ich glaube nämlich, wenn wir eine Liga schaffen, dann schalten wir halt neue Ligen frei mit neuen Strecken dann natürlich auch. Wenn wir alle schaffen, was dann passiert, weiß ich nicht. Ob wir dann auch so eine Art Extra-Cup freischalten, wenn wir auf einem bestimmten Schwierigkeitsgrad gespielt haben. Also wie bei Mario Kart zum Beispiel. Also Super Mario Kart, meine ich jetzt. Oder was dann passiert, weiß ich nicht. Nackte Frauen überschwemmen das Land. Oh, ich habe gar nicht mehr so viel Power, sehe ich gerade. Ist auf jeden Fall noch genug, aber in der nächsten Runde könnte ich mir mal so langsam ein bisschen aufheilen. Ich verstehe diesen Boden immer noch nicht. Tut er mir weh? Nee, er tut mir auch nicht weh. Ich finde die Animation schön, wenn ich lenke, diese eine Düse. Also die wirklich immer nach in die entgegengesetzte Richtung geht. Finde ich schon cool gemacht. Es sieht sowieso sehr cool aus. Also das Scrolling ist ja absolut flüssig. Und auch das Soundtrack ist einfach Super Nintendo-typisch. Könnte ich mir schon vorstellen, wenn man es als Kind gespielt hat, so morgens um 6 Uhr im Schlafanzug mit Socken und einfach direkt so ungefähr 3 cm vom Fernseher weg saß. Dass einem dann dass das schon so ein gewisses Feeling gepackt hat. Und wenn man es dann heutzutage noch spielt, doch. Das können wir schon vorstellen. So, als ich mich damals geholt habe, habe ich das sogar auch mal eine Zeit lang gespielt, aber nicht allzu lange. Also ich habe da 2 Cups gespielt oder so, habe die auch gewonnen. Was? Ich bin Zweiter? Warum bin ich Zweiter? Da! Limit 3, aber ich habe mich einfach mal nach vorne geschlafen, weil ich ja noch einen Turbo hatte oder mehrere. Und allein hier war der Turbo schon mehr als Gold wert. Hervorragend! Tja, das ist F-Zero. Ein ziemlich bekanntes Spiel auch. Es gab dann ja auch noch ein F-Zero X, glaube ich, für Nintendo 64. Ob es da für GameCube noch was gab und für die Wii, ich habe nicht die geringste Ahnung. GameCube könnte ich mir noch vorstellen, Wii eher weniger. Aber auf jeden Fall ein sehr spaßiges Spiel. Das gibt's wirklich für ein Apple und ein Ei bei eBay. Für Original für Super Nintendo. Da zahlt man vielleicht, weiß ich, 5 bis 7 Euro für. Versandkostenfrei, wohl bemerkt. Also da darf eigentlich in keiner Sammlung fehlen, weil es ist ja auch irgendwo ein Evergreen. Gut, das war's an dieser Stelle und wir sehen uns dann eventuell beim nächsten Türchen wieder. Tschüss.